So, hallo und herzlich willkommen. Ich darf euch heute sehr, sehr herzlich begrüßen zu unserem aktuellsten Video aus der Serie 21 Unternehmerinnen, 21 Erfolgsgeheimnisse. Heute darf ich begrüßen Gabriele Kies. Ich sag mal so kurz, Expertin für Ordnung im Büro, dein, und nicht nur im Büro, im Unternehmen fast. Dein Wort ist ja, geh in deiner Arbeit auf, geh nicht unter mit deiner Arbeit und mit den vielen Aufgaben. Wir werden gleich noch viel, viel mehr dazu hören. Ich freue mich schon sehr. Liebe Gabriele, so das Gespräch beginne ich immer mit der Frage, wie ist denn so deine Unternehmensgründung verlaufen? Was war so deine Idee, deine Vision, die dich bewogen haben, die Firma zu starten? Vielleicht magst du dazu was erzählen. Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit zu diesem Interview. Sehr gerne. Ich bin seit 2015 bin ich selbstständig und ich war davor mehr als 25 Jahre festangestellt. Mhm. Also das war natürlich dann für mich ein großer Schritt. Ich war fest angestellt und habe in den Bereichen ja alles, was rund um Organisieren und Strukturieren und Prioritäten und so weiter zusammenhängt, habe ich gearbeitet. Im Office, im Eventmanagement, Kommunikation und Marketing. Mhm. Und ich habe so was, so ein bisschen bunten Lebenslauf nennt. Also ich habe immer so ein bisschen die neue Herausforderung gesucht und die Abwechslung, aber durchaus mit roten Faden. Und das ist eben das, was ich vorher gesagt habe, also immer so koordinieren, die Fäden in der Hand halten, den Überblick bewahren. Das ist so mein roter Faden. Mhm. Ich habe zwei Kinder und habe dann nach der Elternzeit in Teilzeit gearbeitet. Und das fand ich sehr schwierig, muss ich sagen. Einfach da einen anspruchsvollen Job zu finden. Ja, sich so mit seinen Stärken irgendwie einbringen zu können. Mhm. Und ich bin einfach immer unzufriedener geworden. Und mein letzter Job, das war dann sowieso ein bisschen schwierig. Also es hat mit meiner Vorgesetzten nicht so geklappt. Mhm. Wir haben uns nicht so verstanden, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt generell was ändern. Also in meinem ganzen Berufsleben, ich brauche jetzt einen Schnitt, weil es bringt jetzt nichts, die nächste Stelle anzufangen. Es wird immer ähnlich bleiben. Und dann habe ich mir eine berufliche Auszeit genommen und im Rahmen dieser Auszeit kam eben der Gedanke der Selbstständigkeit auf. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was kann ich gut? Ja. Das ist das, was ich genannt habe und so kommt es dann. Ja, ja. Und ich denke, das, was du uns erzählst, damit können sich ja sehr, sehr viele Zuschauerinnen identifizieren. Kann ich auch, weil ein wesentlicher Punkt bei meiner Gründungsmotivation war, dass ich nicht mehr ins Büro gehen wollte und dass ich über meine Zeit selber bestimmen wollte. Also ich denke da, wie gesagt... Ja, genau, also... Ja. Diese Selbstbestimmung einfach, was die Arbeitszeit betrifft, aber auch so, was die Themen betreffen. Also ich habe mich so gerade in Teilzeit, ich habe mich immer so ein bisschen ausgebremst gefühlt. Ich wollte immer so viel und ja, ich bin so ein vielseitiger Mensch und das ist halt schwierig einfach in Teilzeit. Und genau, dadurch kam dann dieser Schritt. Heute, wenn ich dich nach deiner Positionierung frage, für wen arbeitest du heute? Welche Probleme löst du für diese Menschen? Und welche Angebote hast du dafür? Also ich arbeite, wie gesagt, im Office-Umfeld. Meine Kunden sind Selbstständige, überwiegend Frauen, also Unternehmerinnen. Und es geht bei meiner Arbeit darum, dass meine Kundinnen ihr Büro, ihre Abläufe und vor allen Dingen auch sich selber besser organisieren wollen. Also einfacher und auch so ein bisschen cleverer, sage ich immer. Mhm. Also dass sie sich selber mehr Zeit schaffen wollen und mehr Freiräume gewinnen wollen für das, was für sie wichtig ist. Also egal, ob das jetzt berufliches Projekt ist oder einfach für mehr Freizeit, für Familie und so weiter. Mhm. Und was mir wichtig ist, oder beziehungsweise, also
was die Zusammenarbeit mit meinen Kunden ausmacht, das ist einfach, dass es entspannt und gelassen geht. Also nicht nach diesem Prinzip höher, schneller, weiter, sondern ja, dass man das Ganze entspannt angeht und seine Ziele erreicht. Mhm. Und so diese ganzen komplexen Aufgaben so einfach wie möglich löst. Mhm. Genau. Und ich habe, also ich arbeite 1:1 mit meinen Kunden, ich habe ein 3-Monats-Programm. Und wir schauen einfach, was anliegt, also in diesem Office-Umfeld. Meistens ist es ja so, dass die To-Do-Liste einfach immer viel zu lang ist und mit jedem Haken, den ich mache, kommen 3 neue Aufgaben dazu. Oder dass der Fokus fehlt, dass man also im Boost der Aufgaben sich schlecht priorisieren kann. Mhm. Der Fokus fehlt oder das Thema Informationsflut, Info-Overload, das wäre ja einmal mehr, wie man damit am besten umgeht. Mhm. Einfach, ja, um sich selbst mehr Freiräume zu schaffen. Mhm. Mhm. Und wir schauen halt zusammen erstmal, wo ist der aktuelle Stand, also wo sind jetzt so die größten Baustellen und da gehen wir dann drauf ein. Also das kann jetzt die Ordnung sein, beziehungsweise die Unordnung im Büro. Mhm. Das kann das Thema Ablage sein zum Beispiel oder ja, Informationsflut, habe ich ja schon gesagt, dann auch Selbstmanagement-Techniken, also kann ich eben produktiver arbeiten, dieses ganze Feld und was einfach so der Kernpunkt ist bei der Kundin, da arbeiten wir dann dran. Mhm. Absolut. Und ich darf vielleicht auch schon mal gleich sagen, eine Fachfrau lebt ja das, was sie sagt, ne? Und das war jetzt mein ganz kleines Beispiel. Du hast kurz vor unserem Interview gesagt, okay, die Fragenauswahl hast du da? Ja, und da habe ich gesagt, ja, klar, klar. Und dann habe ich gemerkt, nee, habe ich nicht. Also etwas, wo ich überhaupt nicht dran denken würde, weil ich mich so freue und weil ich mich so auf das Thema fokussiere. Hast du mir gesagt, okay, bitte nochmal ein letzter Check. Und dann haben wir prompt auch nochmal ein ganz entdeckt. Ja, also ganz, ganz. Nichtsdestoweniger, auch wenn du solche Sachen so gut kannst, hast du ja als Unternehmerin oder im Rückblick auf deine unternehmerische Geschichte oder vielleicht auch im Rückblick auf deine Berufstätigkeit so manche Herausforderungen zu meistern gehabt. Was war denn da so deine größte Herausforderung? Was hast du vielleicht auch daraus gelernt? Ja, also es sind zwei Punkte. Das eine ist das Thema Sichtbarkeit in der Selbstständigkeit. Weil, also das habe ich sehr unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil als Angestellter, da ist man so in seinem Setting drin, da hat man seinen Posten, hat seine Aufgaben, aber als Unternehmer muss man einfach viel sichtbarer sein. Und ich bin jetzt nicht so die Rampensau, gebe ich ganz offen zu. Und das war und ist immer noch wirklich ja, eine Herausforderung für mich, aber ich habe schon viel dazugelernt und ich finde es ja auch toll, wenn man sich selber einfach weiterentwickeln kann. Mhm. Ich kann mich noch erinnern an meinen ersten Blogbeitrag, den ich veröffentlicht habe und als ich den halt online gestellt habe, wo ich mir gedacht habe, ach du liebe Zeit und was die Leute jetzt denken und was ich da für einen Mist schreibe und so weiter und so fort. Aber das gibt sich natürlich zum Glück. Und das Zweite, das ist sehr spannend, also weil das können vielleicht manche Leute nicht nachvollziehen. Eine Herausforderung war für mich tatsächlich auch, mein eigenes Talent anzuerkennen und was draus zu machen. Und zwar, der Hintergrund ist folgender, also wie gesagt, es ist wirklich meine Stärke, eben dieses Organisieren, also diese, ja, diese Struktur. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie, wenn man jetzt das Thema immer Buchhaltung anspricht, wo ja jeder sagt, ach du liebe Zeit, das will ich ja gar nicht und das ist ja stocklangweilig. Mhm. Und so empfinde oder habe ich das ganz lange, also auch in meiner Festanstellung empfunden, dass dieses Thema Büroorganisation ist einfach so langweilig und so trocken und so öde. Und habe aber auf der anderen Seite gewusst, das ist eigentlich genau mein Ding und ich kann das und das fällt mir leicht und ich kann da auch wirklich den Menschen was geben. Und das hat lange gedauert, bis ich das für mich tatsächlich angenommen habe. Mhm. Und das haben jetzt auch nochmal in meiner eigenen Selbstständigkeit nochmal hoch. Mhm.
Es ist leider so oder tatsächlich so, dass das, was wir besonders gut können, uns logischerweise als eine Selbstverständlichkeit erscheint. Also während andere, ja. Wow, das ist ja klasse, was du kannst, und man selber sagt oft, upsala, ja klar kann ich das. Und das macht mir sogar Freude. Ja? Und das dann tatsächlich auch... Ja, gut, das war immer so ein bisschen zweigeteilt bei mir. Also ich meine, das hat mir Freude gemacht, weil wenn man was gut kann, dann macht es irgendwie meistens Freude. Aber auf der anderen Seite hat das für mich auch immer so ein bisschen so dieses Stigma des Langweiligen gehabt. Mhm. Aber jetzt, also gerade in meiner eigenen Selbstständigkeit habe ich jetzt natürlich die Möglichkeit, das ein bisschen anzureichern und einfach genauso aufzubauen, wie ich es dann auch mit mehr Spaß empfinde. Und gerade so dieses Thema Zeit- und Selbstmanagement, das hat ja viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Und das finde ich dann sehr spannend. Also alles, was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, finde ich sowieso spannend. Ja. Dann vielleicht darf ich dir auch einfach mal das Feedback geben, so wie du kommst im Video total authentisch und vertrauenswürdig und lebendig rüber. Ja, das ist auch einfach mal wichtig, nochmal sowas zu haben, weil du hast ganz recht, Sichtbarkeit. Menschen kaufen von Menschen, die sie kennen, mögen und denen sie vertrauen. Das heißt, das Erste ist einmal, dass sie uns kennen. Und zwar so, wie wir sind, wie wir anderen helfen können. Also finde ich mal einen ganz wichtigen Aspekt. Dein größter Glücksfall, liebe Gabriele, wenn ich dich danach frage, gibt es den größten Glücksfall überhaupt? Oder sagst du, es waren ein paar gute Zufälle, die mich unterstützt haben bei meiner unternehmerischen Tätigkeit? Also erstmal vielen Dank für das Kompliment eben oder für das Feedback, das freut mich natürlich sehr. Glücksfall, ja, also ich würde tatsächlich oder ich behaupte tatsächlich, mein größter Glücksfall ist die Entscheidung, dass ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich dadurch einige meiner Werte, also die ich dann im Laufe der Zeit, als ich so ein bisschen unglücklich war mit meiner festangestellten Berufslaufbahn, die ich dann für mich selber auch erkannt habe. Und das ist zum Beispiel das Thema Unabhängigkeit. Das ist logisch. Also das weiß im Grunde jeder Selbstständige, dass man da natürlich jetzt wesentlich mehr draus machen kann. Mhm. Aber auch die Möglichkeit durch die Selbstständigkeit, mich selber nochmal besser kennenzulernen und mich selber weiterentwickeln zu können und auch meine ganze Vielseitigkeit einbringen zu können, weil wenn man jetzt als Einzelunternehmer, so wie ich, selbstständig ist und ja viele andere auch von den Zuschauern wahrscheinlich, du bist da als Einzelunternehmer in ganz vielen verschiedenen Bereichen gefragt oder gefordert. Mhm. Und das finde ich jetzt natürlich toll, dass ich nicht so auf ein Aufgabengebiet spezialisiert sein muss, sondern ganz viel einbringen kann. Mhm. Genau, insofern würde ich sagen, die Selbstständigkeit an sich war mein größter Glücksfall. Also das kann ich nur bestätigen, das sehe ich, das kann ich für mein eigenes Leben auch sagen, wenngleich ich mir viele Jahre gegönnt habe, alleine vor mich hin zu wursteln und mich von meinen Fehlern, die ja weiß Gott zahlreich sind, also ich habe ein paar Stärken und viele Fehler, von denen habe ich mich tatsächlich bremsen lassen, statt mich so zu organisieren. Ja gut, positiv sind. Also das ist eine Geschichte. Aber auch die Selbstständigkeit sehe ich als großes Geschenk in meinem Leben, und ich glaube, das dürfen wir uns als Unternehmerinnen manchmal einfach auch nochmal bewusst machen, welche Vorteile wir genießen durch unsere Tätigkeit. Das weiß ich von dir, dass das für dich sinnvoll ist. Ist auch für mich wichtig, dass es für dich wichtig ist. Für mich ist es wichtig, sinnvoll zu arbeiten. Zu sagen, wir reißen nicht einfach nur irgendwas runter oder wir verdienen in Anführungszeichen nur Geld, sondern wir haben nur Anspruch an unsere Arbeit. Dass wir einfach auch den Sinn finden, dass wir den Sinn leben. Wenn ich dich frage, was heißt für dich sinnvoll tätig sein, was würdest du mir da sagen? Also das sehe ich mit zwei verschiedenen Aspekten. Einmal sinnvoll für mich und einmal sinnvoll für mein Umfeld beziehungsweise für meine Kunden. Mhm. Sinnvoll für mich arbeiten bedeutet,
habe ich mir auch lange Gedanken darüber gemacht, so was für mich der Sinn des Lebens oder der Arbeit ist. Mhm. Und sinnvoll arbeiten bedeutet für mich, dass ich meine Stärken und meine Talente und meine ganzen Erfahrungen zusammenführen kann und einbringen kann, weil ich dadurch natürlich dann am besten bin. Also das ist für mich das sinnvolle Arbeiten. Und das spiegelt sich dann natürlich in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden wieder, weil ich denen mein Bestes geben kann und weil es für mich natürlich auch ein tolles Gefühl ist. Es geht ja bei mir darum, die Sachen zu vereinfachen und weniger kompliziert zu machen und eben sich mehr Freiräume zu schaffen, mehr Zeit zu schaffen. Und weil dadurch natürlich meine Kunden auch einen extremen Vorteil oder ja, wie sagt man, also sie haben einfach mehr von ihrem Leben auch. Ja. Und das macht dann natürlich wieder Sinn, also für beide Seiten. Ja. Und das finde ich schön, dass ich dazu beitragen kann, dass meine Kunden dann auch ja eben gelassener arbeiten können und entspannter arbeiten können und gleichzeitig auch mit mehr Freude arbeiten können. Absolut. Und was ich nochmal betonen möchte, weil du das so schön gesagt hast, dass du das auch genießt oder dass für dich auch sinnvolles Arbeiten heißt, ich bringe meine Interessen, Erfahrungen, Kompetenzen ein. Weil ich erlebe das zum Beispiel sehr oft, dass Leute, Unternehmerinnen sagen, Mensch, mich interessiert einerseits das Thema und dann interessiert mich aber auch das und dann interessiert mich das. Was soll ich denn da anbieten? Und da ist meine Aussage immer, es geht nicht darum, was du anbieten möchtest, sondern such dir eine Zielgruppe, deren Problem du lösen kannst und dann schöpfe aus deiner ganzen Bandbreite. Und wenn das Business ist, plus Kräuterkunde, plus Astrologie, wunderbar. Dann ist es genau dein in der du aufgehen wirst. Ja, also da kann ich dir wirklich nur bestätigen und bestärken, was du sagst. Nichtsdestoweniger, du hast gesagt, Familie, dein Business, das ganze private Leben. Das heißt, du brauchst ja auch viel Kraft. Und das braucht jede von uns, braucht viel Kraft, um ein volles Leben als Frau zu führen, als Unternehmerin zu führen. Was sind denn deine Ressourcen, die du anzapfst? Was sind deine Kraftquellen? Oder gibt es so die eine Kraftquelle, die du nutzt? Für mich ist es Zeit für mich selber mir zu nehmen. Und das hat lange gedauert, bis ich das auch annehmen konnte, weil dann kommt ja immer so ein bisschen mit, man muss sich ja nicht immer selber in den Mittelpunkt stellen, aber ich habe das tatsächlich erkannt, dass es wahnsinnig wichtig ist für mich, dass ich mir Zeit für mich selber nehme und auch mal allein sein kann. Mhm. Und für mich war das ein richtiger Glücksfall, als ich vor ein paar Jahren dieses Thema Introvertiertheit, was das eigentlich bedeutet, entdeckt habe, weil ich habe früher auch immer Introvertiertheit mit Schüchternheit assoziiert, da steckt da noch viel mehr dahinter, einfach, dass man seine Energiereserven auffüllt, indem man sich zurückzieht, und das kann ich jetzt bei mir tatsächlich nur bestätigen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich so, dass es mir Kraft gibt und Energie gibt, auch wenn ich was Neues lernen kann und mich weiterentwickeln kann und irgendwie neue Erfahrungen sammeln kann. Also das spiegelt sich also ein bisschen in meinem festangestellten Lebenslauf wieder. Mich hat es immer irgendwo hingezogen dann wieder. Mhm. Und Also das heißt, du sagst auch, das ist wichtig, dass man sich selber fühlt und auch weiß, was selber Kraft gibt. Und dass man das dann auch einfügt. Mhm. Ja. Ist auch etwas, was ich mir vorstellen kann, dass Familie für uns wichtig ist, auch in der Zukunft wichtig ist. Oder andersrum gesagt, wenn ich dich mal dazu frage, Blick auf die Zukunft, was ist für uns Unternehmerinnen wichtig? Was müssen wir vielleicht, darauf müssen wir heute schon achten? Was wird in der Zukunft noch viel wichtiger werden? Also nach diesen Erfolgskriterien für die Zukunft, wenn ich dich da frage, was würdest du da sagen? Ja, das ist eine gute Frage, die passt jetzt ganz gut, weil ich habe jetzt vor kurzem die Möglichkeit bekommen, bei einem
Buchprojekt mitzumachen, genau über dieses Thema. Das Buch, das wird nächstes Jahr erscheinen, und da geht es um das Leben von Frauen in der Zukunft, also in den nächsten Jahrzehnten, und wie sich unser Leben verändern wird, also so in allen wichtigen Bereichen, jetzt angefangen von Beruf und Karriere und Familie und Beziehung und Gesundheit und Finanzen und alles Mögliche. Und da darf ich auch meinen Teil dazu beitragen, und zwar zum Thema Zeit und Selbstmanagement. Und ja, es geht halt darum, wie wir uns heute darauf vorbereiten können, dass wir einfach in Zukunft auch erfolgreich sind und gut leben können. Und wie gesagt, in meinem Bereich von Zeit und Selbstmanagement geht es darum, wie man die Aufgaben strukturieren kann und wie man seine Grenzen setzen kann und Nein sagen und den Fokus bewahren kann und Informationsfluss, halt sogar diese Themen, mit denen ich mich eigentlich beschäftige. Mhm. Und das Fazit ist für mich letzten Endes, es geht darum, dass ich selber weiß, was ich will, wo ich hin will. Und das ist jetzt ganz egal was, das muss jetzt nicht die Wahnsinnskarriere sein, sondern das kann jetzt auch einfach nur ein entspanntes Familienleben sein, aber ich muss wissen, was ich möchte. Mhm. Und dann muss ich lernen, mich darauf eben auszurichten, mich darauf zu fokussieren und alles andere wegzulassen. Also wie komme ich dahin, wo ich hin möchte? Was ist der Weg? Und was bringt mich nur wieder ab davon? Mhm. Und darum geht es eigentlich, denke ich. Also ich kann nicht auf jeden Zug aufspringen, weil das Leben wird ja immer komplexer und immer komplizierter, und ich kann einfach nicht auf jeden Zug aufspringen und überall hinfahren. Mhm. Und ich muss eben meinen Zug, meine Schiene finden und genau, und mich aber darauf dann eben auch ausrichten. Also das kann ich nur unterstreichen. Ich denke, dass die Fähigkeit zum Fokus, sowohl bei der Strategie, also womit beschäftige ich mich, als auch bis in den Tagesablauf rein. Was lasse ich denn weg? Was mache ich heute? Was mache ich heute nicht? Das halte ich ebenfalls für eine der wichtigsten Fähigkeiten. Absolut, kann ich nur unterstreichen. Damit nähern wir uns rasant dem Ende unseres Interviews, nicht ohne die abschließende Frage, die Bitte, dass du uns dein wichtigstes Erfolgsgeheimnis verrätst. Okay, also mein Erfolgsgeheimnis ist, dass ich im Grunde immer an mich selber geglaubt habe, an mir vertraut habe. Also ich war lange Zeit irgendwie im Unklaren, was ich eigentlich will. Also genau das, was ich eben gesagt habe, was man nicht machen soll. Es hat lange gedauert, bis ich wusste, was ich wollte. Aber ich habe trotzdem immer so im Hinterkopf gehabt, dass ich dahin komme, wo ich hinkommen will. Mhm. Egal, ich wusste nicht, was es ist, aber mir war klar, dass ich das schaffe. Und so, als ich in der Festanstellung noch war und eben mit meinem Job so unglücklich war, ich wusste, dass ich irgendwann das finde, wo ich mich eben einbringen kann. Mhm. Und gut, und da bin ich, das habe ich jetzt irgendwie geschafft. Und ich glaube, das war einfach, weil ich an mich selbst geglaubt habe und weil ich so ein gewisses Urvertrauen ins Leben habe. Also ich glaube, dass das Leben es gut mit mir meint, auch wenn es natürlich nicht immer gut war und ich auch meine Rückschläge habe und so. Mhm. Aber das ist so dieses Urvertrauen, das ich ins Leben habe. Mhm. Und genau, und was ich auch wahnsinnig wichtig finde, dass man so eben seiner Intuition folgt und seinem Herzen folgt. Und der Verstand, der kommt dann danach. Ich glaube, dass so die Intuition entscheidet, was man machen möchte, oder die innere Stimme, und der Verstand, der kommt dann einfach und hilft einem, das umzusetzen. Aber nur nach dem Verstand zu gehen, funktioniert zumindest für mich nicht. Mhm. Absolut, ja. Also auch da, wenn ich das nochmal zusammenfasse, dein Erfolgsgeheimnis, sich selber zu vertrauen, dem Leben zu vertrauen. Und auch zu vertrauen, dass man das findet, was einen glücklich macht. Mhm. Mhm. Genau. Ja, ein wunderbares Schlusswort. Liebe Gabriele Thies, ganz lieben Dank für dein Dabeisein, für das Gespräch, das du mir geführt hast. Spannende Einsichten. Und ich darf mich natürlich auch bei den Zuschauerinnen bedanken.
Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Nachmittag und insgesamt eine gute Zeit und freue mich schon auf das nächste Interview. Unsere Serie heißt ja 21 Unternehmerinnen, 21 Erfolgsgeheimnisse und heute hatten wir die Gabriele Thies zu Gast. Vielen Dank und bis bald. Ich danke dir. Danke dir. Danke.